Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi war wohl der bekannteste Nachkriegspolitiker des Landes. 2 Jahrzehnte lang dominierte er trotz zahlreicher Affären und Skandale die Politik in Italien und verschreckte mit seinem Populismus auf europäischer Bühne so manchen Politiker befreundeter Nachbarstaaten. Nun ist er im Alter von 86 Jahren gestorben. Berlusconi kam 1936 als Sohn eines Bankangestellten zur Welt und verdiente zunächst als Animateur auf Kreuzfahrtschiffen singend und witzeerzählend Geld. Nach einem Jurastudium aber zog es ihn ins lukrative Mediengeschäft. Der gebürtige Mailänder hat das öffentliche Leben in Italien über Jahrzehnte in verschiedenen Rollen geprägt. Nicht nur als Politiker und Medienmogul, sondern auch als langjähriger Eigentümer des Fußballvereins AC Mailand. Zwischen 1994 und 2011 war er 3-mal Ministerpräsident. Die von ihm gegründete und geführte Partei Forza Italia ist auch Teil der aktuellen, von der ultrarechten Ministerpräsidentin Giorgia Meloni angeführten Regierungskoalition. Lange war Berlusconi der reichste Mensch Italiens. Für seine Anhänger, die ihn gern als Cavaliere bezeichnen, ist er eine Art Symbolfigur für goldene Zeiten in der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes. Für seine Kritiker war er ein steuerhinterziehender Playboy, der sein riesiges Medienimperium nutzte, um seine politische Karriere voranzutreiben. Dass es bei seinen Geschäften nicht immer sauber zuging, versuchte ihm die italienische Justiz in zahlreichen Prozessen nachzuweisen. 2013 erhielt er wegen Steuerhinterziehung eine 4-jährige Haftstrafe. Allerdings wurden gleich 3 Jahre davon durch eine Amnestieregelung erlassen. Auch die Sexpartys in seiner Villa auf Sardinien hatten für Berlusconi juristische Folgen. 2013 verurteilte ihn ein Gericht zunächst zu 7 Jahren Haft wegen Prostitution Minderjähriger. Aber das Urteil wurde 2 Jahre später wieder aufgehoben. In den vergangenen Jahren hatte Berlusconi immer wieder gesundheitliche Probleme. 2016 unterzog er sich einer Herzoperation, 2019 einer Operation wegen eines Darmverschlusses. Berlusconi hinterlässt 5 Kinder aus 2 Ehen und mehrere Enkel.